Hallo, mein Name ist Mine und ich übernehme diese Woche den Popfilter und darf euch spezielle Instrumente vorstellen und Songs, in denen diese auch vorkommen. Also folgt mir. Jeden Tag gibt's einen Song mit dem dazugehörigen Instrument. Also, ich habe damals mit einem Video-Artist zusammengearbeitet, der hat mir Alt J gezeigt. Und ich erinnere mich sehr gut, wann ich das erste Mal gehört habe, weil ich vom ersten Augenblick an total geflasht war. Ich habe sowas vorher noch nie gehört. Was mir vor allem sehr gut gefallen hat, war, dass der Drummer die Hi-Hat ersetzt hat durch eine Cowbell. Also es ist halt alles sehr trocken und sehr elektronisch und trotzdem aber live gespielt. Großartig. Das hat, glaube ich, auch die ganze Musiklandschaft extrem beeinflusst und verändert, weil das für vor allem für Leute, die halt leidenschaftliche MusikhörerInnen sind, einfach so neu war und so emotional auch. Sehr emotional. Da ist ja das Toy-Piano versteckt in dem Song Breeze Blocks. Und das habe ich witzigerweise aber erst so ein Jahr entdeckt, nachdem ich das Album zum ersten Mal gehört habe, weil ich das Toy-Piano gesehen habe und gespielt habe und ich dann dachte, krass, das ist ja aus dem Song Breeze Blocks, das ist ja der Sound daraus. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Es ist ein Kinderspielzeug, ja. Aber ich denke, das spielt ja keine Rolle. Wenn es einen guten Sound macht, macht es einen guten Sound. Dann hören wir den Song jetzt von Alt J, nämlich Breeze Blocks. Viel Spaß. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast now and save my love, my love, love, love.
urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, 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 but please don't go, I love you so, my lovely. Das ist Breeze Blocks von Alt J. Der Song, der ist schon knapp 12 Jahre alt. Krass, oder? Wie die Zeit vergeht. Naja, egal. Mine, die hat in diesem Song das Toy-Piano entdeckt. Eines ihrer Lieblingsinstrumenten-Kuriositäten. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden diese kleinen Spielzeugklaviere übrigens in der Musik verwendet. Später hat es dann auch zum Beispiel David Byrne im Talking Heads-Song Bill und Benny Lee in Catch My Disease gespielt. Ja, von jetzt an wird euch das Toy-Piano bestimmt immer mal wieder auffallen. Das war der Popfilter für heute, diese Woche mit Mine. Die übernimmt nämlich diese Woche alle Folgen und stellt euch jeden Tag ein ungewöhnliches Instrument und einen Song dazu vor. Morgen ist das Konnichiwa Bitches von der großartigen Robin. Da ist das sogenannte Omnichord zu hören. Ich bin Maria Eiter, bis morgen.